Hey und hallo zu Sims hier zur Legacy Challenge und mit Akiko sind wir am Tatort und ich brauche gar nicht lange rumreden. Es sind immer dieselben Zeugen, die wir hier irgendwie vernehmen müssen. Dashi ist immer irgendwie dabei und nach Zuckerschädel fragen. Mach mal, mach das mal. Wir quatschen sie erstmal nach Zeugenberichten an. Ich würde schon sagen, wir reden mal mit irgendwie mit ihr. Schmeicheln ein bisschen mit ihr. Jetzt habe ich es irgendwie nicht mehr gefunden. Zeugenberichte. Parodieren mal ein bisschen und dann. Wo ist es? Zuckerschädel. Das ist irgendwie dasselbe, was ich heute bei Saki irgendwie schon mal gesehen habe. Weil nämlich unverkleidete Menschen Zuckerschädel verteilen. Das gleiche gilt natürlich hier für Alice. Dasselbe. Irrsinn. Zeugenbericht. Machen wir das gleiche. Komplimente. Ja, wir quatschen ein bisschen, versuchen aufzumuntern. Warum sollte ich die Art des Matters feiern? Ja, die hatte vorhin auch schon nichts gegeben. Von Natur schwärmen und das ist aber Alice. Die kennen wir. Aber es hat endet, dann hat er schon eine fesselnde Geschichte erzählt. Nein, wir müssen länger bleiben. Guck mal, jetzt haben wir hier. Umarmen Sie mal und dann haben wir jetzt hier nichts mehr von Zuckerschädeln. Das ist ja blöd. Was ist denn bei ihr? Gar nichts. Ist es hier bei ihr immer noch? Jetzt ist es auch weg. Interessant. Jetzt ist es weg. Na gut, dann machen wir es zwar anders. Dann nehmen wir nur Zeugenberichte. Achso, ich muss natürlich kicken, was sie hier irgendwie nochmal Zeugenbericht. Jod. Noch ein Zeugenbericht. Wird sie uns da einen geben? Nee, hat sie schon. Wessen Zeugenbericht halten jetzt noch nicht? Den habe ich schon bekommen. Und den. Okay, also den hier. Okay, geht's Spiel schon mehr durch mit uns, aber Zuckerschädel habe ich deswegen noch lange keine gekriegt. Nee, haben wir nicht. So, ein paar Fotos und so weiter müssen wir natürlich auch noch machen. Aber wir haben uns natürlich erstmal auf die Zeugen gestürzt. Sonst ist es so einfacher und mal kicken, was wir hier irgendwie an Hinweisen. Hier oben, alles voll mit Hinweisen. Ich würde mal sagen, das, Beweisfoto und Beweismaterial sichern. Und hier drüben auch, Beweisfoto und Beweismaterial sichern. Und das sieht mir auch danach aus. Beweisfoto und Beweismaterial sichern. Ich weiß gar nicht, ob wir das halt richtig gemacht haben, weil wir jetzt alle so hintereinander weg. Mal kicken. Tatortfoto und Hinweise sammeln. Okay, noch mehr Tatortfoto. Klick. Ja, klappt. Noch mehr Hinweise. Klick. Klappt. Super. Noch mehr Fotos. Na super, und damit haben wir halt geschafft und dann Akiko, los, sammelt noch einen. Haben wir nicht? Haben wir schon. Okay. Und damit würde ich sagen, zurück zur Polizeiwache. So, sie ist zur Wache zurückgekehrt und hat alles irgendwie, ja, wir haben einen Haufen zu analysieren und abzugleichen und nee, wir wollen keine Erfassungsfotos machen, sondern Beweismaterial analysieren. Und dreimal haben wir mitgebracht. So viel ist es also gar nicht. Und unser Balken ist eigentlich schon voll. Der Arbeitstag endet auch hier in einer Stunde. Und Maki, ich bin ja mal gespannt. Wenn sie jetzt nämlich eine Beförderung kriegt, dann ist sie eigentlich fertig. Und ich glaube, sie braucht hier nicht mehr an diesem Ding stehen. Oder? Wie viel hat sie denn noch? 20 Minuten.
Beweismaterial analysieren. Hinweise an Datenbank. Okay, das machen wir noch. Hinweise mit Datenbank abgleichen. Ja, ist doch egal, dann gehst du zu den anderen. Irgendwie muss das so klappen. Die letzten 3 Minuten. Funkt. Na? Beinahe hätte die sich dahin gesetzt. Juhu, guck mal hier. Ein Bonus erhalten und was nicht alles. Und Kleider und all. Das müssen wir uns mal angucken. Ah! Oh, was für eine Uniform. So, Dusche ist im Arsch, kannst du gleich mal reparieren und die Beförderung gucken wir uns nämlich auch gleich nebenbei an. Und wenn du damit fertig bist, dann gehst du mal aufs Klo, das sieht mich, gut, ist nicht alldringlich. So, Akiko wurde, juhu, befördert, herzlichen Glückwunsch. Und sie ist Polizeipräsidentin, sie verdient jetzt 66 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von 291 pro Stunde ergibt. Sie hat dem erhalten. 1046 Simoleons, neue Kleider, die hat sie an. Strafprozessor, kristallner Popo-Halter und Kristallschreibtisch, Big Boss. Und ihre nächste Schicht beginnt am Montag um 9 Uhr. Und ja, ich würde sagen, wir haben Wochenende. Ja, ich strahle, ich kann mich ja nicht halten, weil ich finde es nämlich wirklich total geil. Mir gefällt's. So. Wie weit bist du? Jetzt hast du das Klo kaputt gemacht. Weißt du was? Kannst du auch gleich ran? Gehst du mal. Und gut, Akiko ist Level 10 in der Polizeikarriere und das ist Wahnsinn, das habe ich noch nicht gehabt. Und jetzt muss ich mal kicken, was wir überhaupt zu essen hier haben. Ja, nicht. Wir kochen uns noch gleich mal was hier. Level 2er Tanja und Fischtacos, Eier und ne, irgendwas anderes habe ich gedrückt. Dann nimmst du das jetzt. Gut, weil es irgendwie Wochenende ist, können wir die Kinder auch in Ruhe lassen. Und obwohl wir vergessen bloß hier die Hausaufgaben zu machen und in Welt platzieren, sind die schon gemacht? Ach so, was mir ein bisschen einfällt hier, was ist denn hier los? Sag mal hier. Hausaufgaben machen und Hausaufgaben machen. Was ist denn das hier? Ein Teller von der Suppe. Die Suppe im Inventar, das ist ja ein bisschen eklig. So, und dann wollte ich mal sagen, gruppenmäßig eine Versammlung starten. Haben wir genug Gruppenpunkte? Gruppenvorteile kaufen? Kann ich aber nur mit Eva. Eva ist wütend. Eva ist sauer. So, Gruppenvorteile kaufen mit Eva und Kapazitätserweiterung. Was? Habe ich das jetzt gekauft oder nicht? So, na komm, dann ist Platz für deine Schwester. Für Maria. So, Versammlung starten und juhu, hier kommen ganz viele Kinder und Gruppenversammlung der Cats hat begonnen. Genau. Jetzt wollte ich gerade sagen, irgendwie müssen wir mit den Kids Hausaufgaben machen. Kann ich das auf hier? Einmal so lang, nee. Zusammen Hausaufgaben machen, genau das wollte ich erreichen. Und irgendwie hänge ich jetzt fest. Was ist mit Tanja? Was möchtest du? Die Tochter am Arm. Okay. Bin ich ganz gespannt. Hat sie denn jetzt fertig gekocht? Sie sollte fortsetzen. Los, geh jetzt dein Essen weitermachen. Die Kinder sitzen am Pool und machen irgendwie. Kick doch mal dieses Bild. Die sitzen alle hier am Pool und machen irgendwie Hausaufgaben. Ist doch total süß.
Zack. Oh, Akiko hat noch Zwiebeln. Ich bin ja mal so gespannt auf den Job. Am Montag. Jetzt haben wir ein Level. So, sie geht auch draußen essen und können wir mal hier hinstellen. Cool. Ja, ein paar Köpfe müssen wir noch sammeln, ein paar Zuckerschädel und so weiter und Was ist hier mit Amy? Wollen wir mal gucken. Hi Mädel, heute Abend ist in der Bar Ladies Night. Na los, profitieren von den günstigen Getränken im Vulgär. Na klar, heute können wir auch mitfahren. Mit Amy fahren wir. Ne, wir fahren bitte alleine. So, hier ist Amy und hat Amy eigentlich einen Grund, irgendwie was zu feiern oder was? Ne, einen Anmachspruch machst du mal nicht, aber. Gut, könnte ich vielleicht hier hochgehen, irgendwie ein bisschen was zu trinken zu bestellen? Denn Amy ist meines Erachtens heute entlassen worden. So, Getränke. Kann man das nicht bestellen? Oder wie geht denn das? Okay, bei ihr. Halt mal an. Ladies Night Getränk bestellen. Zuckerzünder und oh Mann, ich hätte gern für Amy gleich mitbestellt. Kokett vorstellen und so weiter wollen wir gar nicht. Getränk bestellen für Amy. So rumläuft das nämlich und dann werden wir kicken. Dann müsste hier irgendwie. Geht denn ja keine Musik? Einschalten alternativ und dann gibt es erstmal Getränke. Er rennt gleich hinterher hier. Gleich ein bisschen juckig und wo ist denn Amy? Sehe gar nicht. Ach, das ist ja doof. Die steht da und stehen sie beide da. Klicke auf den Button, um das gesellschaftliche Ereignis vorher zu beenden. Wir wollen das gar nicht vorher beenden, sondern wir wollen mal sehen, dass wir hier irgendwie. Tanzen. So, gehen wir tanzen, dann können wir nämlich Amy auch zum Tanzen einladen und das geht vorher nämlich nicht. Okay, sie trinkt erst ihren Zuckerzünder. Die ist ja eine Süße eigentlich. Sie ist ja bloß so bescheuert auf Arbeit gewesen. Aber jetzt ist sie in Zivil. Okay, sieht niedlich aus und. Jawohl. Was ist denn, wie lange brauchst du denn zum Trinken jetzt hier? So, okay. Wir wollen sehen, wo es endet und. Das wird dann beim nächsten Mal sein. Wo ist denn die jetzt hingegangen? Die haut ab. Stopp. Amy zum Tanzen einladen. Nee, da geht nichts mehr. Gut, die haut ab. Dann können wir nach Hause fahren. Doch, kommt zurück. Ich habe hier schon gedacht, die kommt jetzt ja nicht wieder irgendwie. Ja, jetzt tanzen sie beide ein bisschen. Da könntest du zumindest ein bisschen quatschen. Aber jetzt hat meine Maus hier ausgesetzt. Und die Ladies Night ist gleich vorbei hier irgendwie. Warum tanzt du denn jetzt nicht weiter? Das verstehe ich nicht. Tanzen und dabei dich unterhalten. Mach ihm mal ein Kompliment und du kannst dir mal den Tag verschönern. Das hatten wir heute irgendwie schon mal. Und über den Weltfrieden reden und getrunken haben wir auch schon was. Und dann
Wie lange wird das noch gehen hier? 1 Stunde und 30 Minuten. Können die jetzt noch tanzen? Gut, eigentlich hätten wir mit Akiko feiern müssen. Aber was soll's. Ja, mich würde irgendwie total reizen, dass man mit denen irgendwie ein bisschen näher kommt, aber nee, nee. Tanya ist verheiratet und das sollte auch dabei bleiben. Mach mal Insider-Witz und ein gemeinsames Foto. Aber cool ist schon, dass sie diese richtige so einladend, so gut kennen sie sich dann auch wieder nicht. Oh, Tanya ist schon ganz schön müde. Naja, aber eben nur ein bisschen müde. Was ist denn mit unserem Foto? Mit Amy plaudert sie. Geburtstag von Thea naht. Oh. Das sollte man eigentlich nicht vergessen, aber das vergessen wir meistens. Naja, mal gucken. So, naja, irgendwie geht die Zeit jetzt gar nicht mehr hier, 25 Minuten. Ich habe ja eigentlich gesagt, dass sie sich irgendwie Fotos teilen sollen, aber maximierte Tanya Tanzfähigkeit erreicht, achso, Level 5 wahrscheinlich und was ist mit der los? Sie plaudert mit Ebi immer noch und hör mal auf zu tanzen, mal sehen, was hier oben rauskommt. Ich habe doch irgendwie mal gesagt, dass hier Fotos. Oh Mensch, das wäre jetzt mein größter Wunsch, die Fotos zu teilen, aber mit Amy tanzen. Auf Wiedersehen. Was hast du denn da? Hast du in der Tasche? Um Himmels Willen. Und Essen würde ich jetzt gar nicht sagen, du steckst das ein, was auch immer das ist, und gehst nach Hause. Tschö, tschö, Amy. So, und wenn Tanya nämlich zu Hause ist, dann sage ich nämlich jetzt, schön, dass ihr da gewesen seid, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und schreibt mir in die Kommentare und lasst es gut gehen. Tschüss.